Ah, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen bei Total War Warhammer 2 und zwar Cursed of the Vampire Cursed Coast. Also Fluch der Vampirküste, das DLC, was ich heute euch schon präsentieren darf, ohne Introsequenz und ohne Endschlacht. Soweit kommen wir eh nicht, es ist so ein bisschen angespielt. Es ist eine neue Fraktion mit dem DLC dabei in der Kampagne vom Malstrom, aber auch Reiche der Sterbliche müsste die mit integriert sein. Ja, ist sie auch, die Vampirküste. Jetzt müssen wir mal eben kurz den Text überleben. Es kommen damit vier neue legendäre Kommandanten. Plus, die sind gar nicht so unter dem Malstrom her, sondern die Geschichte dahinter ist jetzt eigentlich von der Vampirküstenfraktion, dass... Jetzt muss ich es richtig hinkriegen, sonst wäre ich von der Lore getötet. Ein riesiger, jetzt lass mich überlegen, Meerwurm heißt es, glaube ich. Meerwurm, also in sowas Art wie ein flügelloser Drache, ist aufgewacht durch den Malstrom und macht halt die ganzen Seerouten unsicher. Und deshalb kommt diese Vampirküstenfraktion und möchte sich erstmal in der Reputation stärken, um dann in einer finalen Schlacht gegen diesen Meerwurm anzutreten. Jetzt muss ich den Namen mal kurz gucken. Er heißt Amarna. Das ist die Kampagne für die letztendlich. Es gibt dann diese vier legendären Generäle, zum Beispiel Luthor Harkon, der mit den Ex-Menschen nicht gut dasteht. Und der hat eine gespaltene Persönlichkeit, weshalb man nicht genau weiß, welche seiner zahlreichen Persönlichkeiten gerade die Kontrolle übernimmt von ihnen. Und der macht halt vampirische Korruption. Wir haben Graf Noctilus, der hat erhaltene Kriegserklärungsmission mit einer einzigartigen Belohnung. Rekrutierungskapazität der Piratenbesatzung plus 2, Rekrutierungsdauer wird reduziert bei den Necrofex-Kolossen und der Unterhalt von diesen ist günstiger und die Waffenstärke von großen Einheiten der Vampirküste des Kommandanten wird auch nochmal um 15% erhöht. Dann haben wir Aranessa Saltspite, glaube ich, sagt man dazu. Die kriegt mehr Einkommen durch Überfälle, ist also der Geldmacher der Piraten, würde ich mal sagen. Und wir haben, ich sag einfach, die Heller von Sinn der Vampirküste, Kelostra, die Refien, Loyalität plus 2 für neue Rekruten, Unterhalt minus 20% für Sirenen und Leitheimsucher, Rekrutierungskosten minus 20% für Sirenen und die hat gewisse physische Resistenz in der Armee des Kommandanten von 5% und ermöglicht magische Angriffe in der Hauptarmee. Wir haben... wir haben auch neue Mechaniken natürlich drin. Wir haben zum Beispiel Rassenattribute, Infamie und Loyalität zerstört, überfallt und plündert, um euch auf See einen Ruf zu schaffen, während ihr zielstrebige Kommandanten zu treuen und verlässlichen Anhängern macht, indem ihr ihnen Wohlstand gewährt. Piratenbuchten sorgt an den Orten, wo diese Verstecke eingerichtet wurden, für euren schlechten Ruf und mehrt eure Reichtümer und Ressourcen bei ahnungslosen Besitzern von Siedlungen. Und extra Pulver. Steigert die Feuerkraft von Geschosseinheiten im Kampf, während sie über große Mengen Munition verfügen. So, jetzt müssen wir natürlich gucken. Ich nehme jetzt einfach mal einen leichten General und ich will jetzt eigentlich kein Riesenakt hier machen, weil wir schauen uns das ja jetzt erstmal an. Das ist jetzt alles Preview-mäßig hier unterwegs. Weshalb wir die Kampagne starten mit Graf Noctilus auf Normal, damit ich jetzt nicht so viele Hürden habe. Und starten in das Spiel. Das muss ich versuchen, das Intro zu überspringen, weil das darf ich nicht zeigen. Leider. Heute am 4. Am 2. darf ich dieses Intro noch nicht zeigen. Aus den Tiefen steigt die Flotte der Verdammten empor und an Deck steht Graf Noctilus. In einem anderen Zeitalter war er Niklaus von Karstein. Also war eigentlich mal ein Vampir. Was natürlich Sinn macht, weil es ist Vampirküste. Hier. In the Galleon's graveyard. The raging power of the Maelstrom makes me all but untouchable. Only a fool would dare challenge me here. The deluded Kalidorian elves have launched patrols into the great ocean. For this, they shall feel my wrath. The long-limbed cretins are ever prepared for invasion. With much of Ulthuan heavily fortified, particularly their ostentatious capital, Lothurn.
While I bolster my fleet for invasion, the shores of Araby offer other delectable targets, whose riches I will gladly take. The hapless Luther Harkon dwells nearby. A fellow Lord of the Night may be a useful ally, but his unstable mind also makes him a potential threat. Nothing, however, is as important as the magic I draw from the Galleon's graveyard. I shall harness its strength and dominate the seas. All shall bow to my necromantic supremacy. Und so beginnt es. Und wir sehen Spieleigenschaft Amanda von Sheesh Nix. Ist vor allem übrigens der falsche Text, weil wir sind nicht Amanda. Besiegt die Armee des folgenden Kommandanten in der Schlacht Meri, Kalidor. Angetrieben durch den Tod. Jetzt sagt man natürlich, okay, das scheint da jetzt eine Schlacht auf dem Wasser zu sein. Wenn der Drache schläft, brennt im Ofen ein Feuer. Der Tand des Schöpfers wartet auf seinen Erzeuger. Findet einen versteckten Schatz. Da würden wir auch Infamie bekommen. Jetzt gehen wir mal eben kurz die ganzen Sachen durch. Besiegt die Armee des folgenden Kommandanten in der Schlacht. Und das gibt uns schon mal so ein bisschen den Hinweis, wo wir hin müssen. Da finden wir zum Beispiel die Sternmetallharpune. Die brauchen wir für den Kampagnensieg, weil wir die benötigen, um diesen Würm zu töten. Den Meerwürm. Hier haben wir die drei Strophen vom Seemannslied. Die verstärken wir halt. Armeefähigkeiten werden hochgezogen. Dann haben wir hier die Infamie, also hier sind die gefürchtetsten Piraten, die jemals die Ozean befahren haben, nach dem Grad ihrer erworbenen Infamie aufgeführt. Ihr könnt eure Infamie durch Aktionen wie Töten, feindlicher Streitkräfte in Kämpfen, Niederreißen von Siedlungen, Ermorden von Charakteren, Gründen von Piratenbuchten erhöhen. Und dementsprechend können wir dann, wenn ich das jetzt richtig nachvollziehe, neue Kapitäne rausholen. Oder ist das wie so eine Rangliste zu sehen? Oder die tauchen dann auf, oder wir müssen die töten, die unterschiedlichen. Moment, lass mich mal kurz gucken. Das ist Meri. Ich bin nämlich selbst auch, sag ich mal, das erste Mal in der Kampagne drin und kann deshalb nur das, was ich so gelesen habe, von mir geben. Also ich entdecke das Spiel schon so ein bisschen selbst mit. Tote erwecken. Da ist Rekrutierung. Erweckt in dieser Region Begrabene als neue Einheiten. Das wird wahrscheinlich, ja, passiert innerhalb von einer Runde. Globale Rekrutierung, zur Rekrutierung vor Ort ist nichts da. Wir bauen das Schiff aus, das kennen wir ja ein bisschen von den Dunkelelfen. Ja, also du hast halt deine Flotte als bewegliches Bauzentrum, beziehungsweise das Schiff selbst ist halt deine Stadt in dem Sinne. Schatzkarten und Teile der Acht. Sammelt Karten, um nach vergrabenen Schätzen zu suchen. Rätsel der Kartografen. Wenn der Drache schläft, brennt es aber blub. Da sagt, das ist irgendwo da an der Seite. Und dann finden wir diesen Schatz, der versteckt ist. Teile der Acht. Besiegt die Armee der folgenden Kommandanten. Und dann finden wir legendäre Söldnerregimente, schalten wir damit frei. Und, was haben wir noch? Das sind die Ämter, die wir vergeben können an loyale, also das sind die Flottenämter, wo wir halt die Kommandanten einbeziehen können und dadurch können wir halt gewisse Bonis mitnehmen und können natürlich auch Loyalität stärken. Ich erinnere mich jetzt gerade so alles ein bisschen an den Familienbaum von Rome 2, den sie später eingeführt haben. Gehen wir mal kurz in den Technologiebaum. Fangen wir mit 100% an, da ist unsere Infamie auch angegeben, weil wir sehen, wir müssen für legendäre Admirale zum Beispiel Infamie ausgeben, Verluste Verstärkungsrate erhöhen, Geschossschaden oder plus 5 für Horde der Zombie-Deckarbeiter. Aber lasst uns einfach mal rübergehen, die Schlacht hier führen, die erste. Show them real fear. Weißt du, es gibt ja immer so eine kleine Auftaktschlacht, damit man rangeführt wird an die neue
neuen Einheiten, nicht nur an die neuen Einheiten, sondern auch an, ja, an die neue Fraktion, ne, damit man warm wird. Und dafür haben sich hier diese paar Hochelfen bereit erklärt, uns als Feinde zu akzeptieren. So. Da wir gerade mit der Fraktion jetzt anfangen, blende ich mal den Bereich ein. So haben wir natürlich unseren Helden, der einen Gespenstersturm starten kann. Sieht auch ganz nett aus. Ich erinnere mich so ein bisschen an Fluch der Karibik. Aber dann werden jetzt wieder alle sagen, Fluch der Karibik, das hat ja nichts damit zu tun, weil Fluch der Karibik kommt ja viel später und das hat ja nur von ganz vielen Bereichen, sag ich mal, diese ganze Informationsgeschichte geklaut. Oder wie Leute aussehen müssen. Das scheinen wohl die Deckzombies zu sein. Ganz lustige Gesellen und alle sind auch ein bisschen feucht und sind nass. Und anscheinend kommt man, wenn man mit einem Schiff ein anderes Schiff angreift, kommt man irgendwie auf eine Insel oder an einen Strand oder sonst irgendwas, weil sonst kann ich mir nicht erklären, warum wir jetzt hier am Festland plötzlich sind und kämpfen können gegen die. Es soll aber auch möglich sein, wohl zwischen zwei Schiffen zu kämpfen. Also nicht so wie eine normale Schiffsschlacht, wie man es sonst früher kennt. Und das ist ein Necrofex-Koloss. Sieht ein bisschen aus wie, weiß ich nicht. Wie ein großes Problem. Emotional. Die Zombie-Horn gibt es einmal mit Pistolen und einmal mit Säbeln. Genau, das sind die Deckarbeiter und das ist die Zombie-Artillerie. Und Fernkampf soll ja eine ganz wichtige Geschichte sein von den Piraten, weil die ja mehr Munition bekommen und ich glaube einen höheren Schaden als andere Fraktionen. Aber ich glaube, die schießen nicht so weit. Reichweite 90, das ist eigentlich ziemlich gut. Nee, stimmt gar nicht, ich lüge. Der Necrofex-Koloss, der schießt gut. Aber die Horde-Zombies, das ist mit 90. Jetzt muss ich überlegen, was die Elfen haben. Die haben auf jeden Fall bedeutend mehr. Ich glaube, die sind bei 150 mit den Bögen. Aber dafür sind wir ja untot. Und ich habe die Wächter der Tiefe gar nicht gezeigt. Die hier laufen. Ein Traum. Das war der Schuss von ihm. So, was kannst du noch? Ja, wirbel sie alle in den Tod. Ich
Ach, ist das wundervoll, wenn so eine Kanonenkugel durch die durchfliegt. Holt euch mal den an der Ecke. Aber dieser Riese scheint manchmal ein bisschen irritiert. Aber sonst ist das schon eine ganz coole Fraktion. Upsala. Ich wollte gar nicht den Infotext haben. So, die schaue ich mir mal über den Rand der Karte. Ach, es ist schön. Ja, der Riese ist schon eine schöne Sache. Ja, ich habe gespielt mit einem Mops auf dem Schoß. Der ist zurzeit anhänglich. Auftaktschlacht ist natürlich einfach. Graf Noctilus. So, was kann man machen? Du kannst Lösegeld für Gefangenen fordern. Teilt die Beute mit euren Kommandanten, wodurch seine Loyalität steigt. Kostet aber Infamie. Die Armee erhält plus 1 Loyalität und Einheitenerfahrung. Oder wir machen eine Eingliederung der Gefangenen, um halt Truppen wieder zu verstärken. So, der Galeonenfriedhof. Das ist sowas wie unsere Hauptstadt, in Anführungsstrichen. Hier können wir nämlich einen neuen Kommandanten zum Beispiel rekrutieren. Jetzt haben wir natürlich ein Upgrade, kommen wir in die Liste von dem Reinkommen. Es sind natürlich hier Standardsachen drin wie, ja, ne, Marschierer, Freibeuter ist jetzt Einkommen aus der Schlacht, Seebären, Einkommen aus Ausraum von Siedlungen, der ewige Pirat, sind halt die normalen Boni-Sachen. Genauso wird es sein wieder bei Zaubern, du wirst einen Zauber haben, wahrscheinlich oder zwei Zauber, die ja auf ein Ziel sind und ein Zauber oder zwei, oder beziehungsweise ein Zauber, der malstrommäßig ist, also einen großen Bereich abdeckt und gegen viele Einheiten wirkt. Und das halt wie immer die Geschichte in Richtung Aura-Verstärkung, also Verstärkung der Armee, Kampagnenkartenverstärkung, also Hinterhalt und all so Kram. Erfolgschance auf feindliche Herren, Abwehren von Hinterhalt, Totenkopfflagge wäre das höchste, Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte erhöhen und halt für alle Einheiten um 8% reduzieren. Und halt diese beiden Magiebereiche, beziehungsweise das müsste der Magiebereich sein, das ist der Kampf-Mann-gegen-Mann-Bereich und hier oben, muss ich mal jetzt gucken, das ist der Bereich für Rekrutierung. Jedenfalls sind hier die ersten drei Sachen eher auf Rekrutierung und Überfall, aber auch auf Wachstum der Flotte, also des Schiffes, so dass du Piratenschiffwachstum, so dass du schneller wieder neue Gebäude bauen kannst da drin, beziehungsweise das Schiff ausbauen. Kapitän Rosmondur, das wird, diese Aufgabe beginnt automatisch ab Rang 15, das ist halt speziell für diesen Charakter nur gedacht. Necrofex-Koloss,
Der kann später auf Necrofox-Koloss reiten. Okay. Und Hartnäckigkeit für mehr Trefferpunkte. Ich bin ja der Standardmäßige, wir brauchen erstmal diese Marschiererfähigkeit, um ein bisschen weiter auf der Kampagnenkarte voranzukommen. So, der stirbt da unten. Schalten wir aufs Schiff um. So, da muss man das wohl in Lagerstellung umschalten. Dadurch können wir uns nicht mehr bewegen auf der Kampagnenkarte, aber können halt das Schiff verbessern. Sehen, Piratenwachstum wird durch das Hauptschiff verändert. Und schauen mal, was wir denn für Upgrades machen können. Zum Beispiel Vampirfledermäuse rekrutieren. Kennen wir von den Vampiren an sich. Heute ja Zombie-Deckarbeiter rekrutieren oder Zombie-Artillerie. Oder wir können dem Schiff sogar ein besseres Segel verpassen, wodurch das 10% Reichweite kriegt. Unterhalt minus 5% für alle Einheiten. Vampirische Korruption in der lokalen Provinz auslösen. Piratenschiffwachstum beschleunigen oder Pfeil. Infamie 5 plus Runde. Nahkampfabwehr plus 2 für alle Einheiten beim Verteidigen und Geschossschaden plus 5% für Karonaden, Mörser und Queen Bess. So, damit machen wir uns also bekannter. Ich würde, ja, bekannter. Infamie würde ich sagen, ist so rufmäßig, ne? Aber das ist krass mit den Segeln, weil dann können wir schneller sein als alles auf der Kampagnenkarte. Die KI kann niemals so weit und so schnell reisen wie wir. So, und hier können wir natürlich auch sowas wie einen Erlass machen. Reichweite auf der Kampagnenkarte. Moment. Minus 20% für Armeen, die eine Runde in dieser Region beginnen. Lokale feindliche Armeen. Also, alle Feindarmeen kriegen einen Mali auf Reichweite und vampirische Korruption stärken. Belagerungszeit erhöhen, mehr Munition für die Armee und globale Rekrutierungskapazität plus 1. Also wir können auf einen Flotten dann global einen mehr rekrutieren. Loyalität nimmt nicht ab der lokalen Armee. Öffentliche Ordnung, was haben wir hier? Rekrutierungskosten minus 10% für Zombies, lokale Armee, Wachstum erhöht und Rekrutierungskapazität lokal erhöht. Da gehe ich mal als erstes drauf, weil wir können dann, umso schneller man die Hauptstadt ausbaut, umso besser. So viel erstmal zum Start der ersten Runde mit einer kleinen Schlacht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder zum Preview von der Vampirküstenfraktion. Bis dahin erstmal Tschöle, euer Imperator. Danke fürs Zuschauen.